Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cry of Fear. Wir haben gerade uns den Weg an einem Menschenbaum vorbeigedingst. Den Weg an einem Menschenbaum, an einem komischen Fleischbaum, was auch immer das war. Ich habe keine Ahnung. So eine Tür haben wir doch im Dingsbums-Gebäude schon gesehen, in diesem Wohnkomplex da. In diesem Wohngebäude. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Renne, 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 renne! Nein! Ah. Scheiße! Oh, ey, ein Glück habe ich davor noch die Folge beendet. Das wäre sonst noch. Okay, also direkt links lang. Direkt links lang. Okay, schnell hier lang. Hier lang, hier lang. Und wir sterben jetzt, oder? Hier lang. Hier lang. Schneller. Hier lang. Nein! Was? Diese Tür! Scheiße. Die Kopfhörer ein bisschen richten. Okay. Wow, 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 was zum Teufel? Was war das? Schnell rennen, 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 rennen. Ja, nee, scheiße. Haben wir gerade ein bisschen Schiss, dass der uns gleich den Rücken wegsäbelt. Hier lang. Hier lang. Jetzt hier lang. Der kommt uns nicht hinterher? Bist du dir da ganz sicher? Okay, ich glaub dir. Ein Fahrrad. Benutze es. I don't need this right now. Natürlich brauchst du es, damit könntest du viel schneller hier raus, hier abhauen. Wo? Wo? Ach, da hinten. Okay, Schock. Ich dachte, das wäre jetzt schon wieder jemand angerannt kommt. Gucken wir mal, was hier ist. Munition, jawoll. Ich wollte schon sagen, rein gar nichts. Oh nein. Ach doch, warte mal, es klappt, glaube ich, ganz gut. Genau, wir machen das so. Die klassische Feigling-Methode quasi. Die meistens vielleicht sogar ganz clever ist. Ah, jetzt. Ich habe die ganze Zeit daneben gehauen. Ich habe die Wand gestochen. Der sieht ja noch nicht mal was, der Arme. Und der hat kreisrunden Haarausfall wie ich. Tut mir echt leid, der Typ. So. Diese Viecher sind besonders gemein. Weil die nämlich so einen komischen Stachel im Kopf haben und der platzt auf, wenn man, wenn man sich von denen treffen lässt. Sind die Viecher echt fies. Also. So ein Stachel im Körper stecken hätte ich nicht gerne, ne? Das mag ich schon wieder nicht. Das ist mir schon wieder zu dunkel hier. Um ganz ehrlich zu sein, die Monster, vor denen ich am meisten Angst habe, im Moment sind... Alter! Die Monster, vor denen ich im Moment am meisten Angst habe, sind wirklich diese, die aussehen wie aus The Ring. Genau das meine ich. Kacke. Die einen dazu bringen, sich selbst umzubringen, falls man die zu lange anguckt. Oh, es ist eklig. Oh Mann. Ich hasse dieses Geräusch, wenn er sich die Spritze in den Arm rammt. Das ist so ekelhaft. Das ist wirklich... Oh, ein Osterei. So einen hatte ich früher auch immer zu Ostern. Daumen hoch und Kommentar, wenn ihr auch immer so ein Osterei hattet. Nein, Quatsch.
Ja, ne? Die sind mir die gruseligsten Monster, die aus. Die mit den. Die so Ringen. Fuck! Kugeln ver. Wow! Alter, das war ja nicht erfolgreich gerade. Okay, geht's nirgendwo rein? Aber hier geht's weiter, das finde ich doch schon mal super. Moment, ich lade nach, ich verschenke diese eine Kugel. Mir ist das sonst zu riskant. So. Okay, kommen wir nicht weiter. Hier auch nicht. Was haben wir denn hier? Sehr schön. Alter, aber ganz kurz vor getroffen werden hier. Ich habe nämlich schon geahnt, dass jemand kommt. Das war mir jetzt zu vorhersehbar. Ich glaube, ich bin auch ein Scheißtyp, um Horrorspiele zu spielen. Ich lasse mich nicht ganz so leicht aus dem. Also doch, eigentlich schon. Was laber ich eigentlich? Ich bin voll das Weichei. Da höre ich doch schon jemanden. Nicht? Oh, geil, Schlagstock. Der Nachtstock. Aber der bringt mir doch rein theoretisch gar nichts. Oder? Moment, wo ist jetzt der Unterschied? Ah, okay. Das heißt, das hier brauche ich gar nicht mehr, das Messer. Dann kann ich auch den Dual-Wielden mit der Pistole. Mit dem Dingsbums hier. Habe ich nicht auch ein. F Ich dachte, ich hätte irgendwann mal ein Feuerzeug bekommen. Habe ich schon probiert, gut. Aber ich nehme erstmal wieder die Pistole. Ich habe es natürlich wieder vollkommen falsch gemacht. Und das hier packe ich auf Quickslot ein. Oh mein Gott! Oh ne. Ihr verkackten. Oh. Es tat weh in meiner Brust. Es tat ernsthaft weh. Oh. Ich wollte schon sagen, ey. Wo muss ich ihn jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. Ah ne, ich bin. Das bin ich vollkommen durcheinander. Scheiße, wo muss ich denn lang? Ah, oh, auch direkt erstmal zwei Kugeln verballert, ey. Hier? Komme ich hierher? Nee, hier muss ich lang. Das ist gut. Habe ich doch nicht die Orientierung verloren. Ist da unten irgendwas? Ich sehe jedenfalls nichts. Oh Leute, oh Leute. So. Einmal zu viel. Einmal zu viel. Direkt nachladen. Wir wollen ja keine Kugeln verschwenden. Das macht keinen Sinn. Ihr wisst, was ich meine. Gut, hier ist keiner. Ich freue mich. Ist irgendwas rum? Nein. Okay, wir haben noch. Alter! Mann, sowas regt mich immer auf, wenn ich permanent daneben baller. Wie so ein Epileptiker. So. Okay. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Aber warum komme ich hier nicht weiter? Genau, so jetzt. Hep. Der war ja einfach. Ich dachte, es wird schwieriger. Speicherpunkt bitte, weil gleich ist die Folge vorbei. Oha.
Diesen Part habe ich ernsthaft schon mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, was man hier machen muss, aber ich weiß, dass es verdammt schwierig und verdammt schwierig ist und verdammt lange dauert. So, Mensch. Wo muss ich denn jetzt lang? Ah, hier runter, die Treppe. Ich verstehe. Aber das sieht hier wenigstens so schön beruhigend alles aus. Das finde ich schön. Hier möchte ich bleiben. Hier würde ich auch gerne einen Speicherpunkt finden. Aber ich höre Flugzeuge. Das heißt, diese Welt, oder wo auch immer wir gerade sind, muss belebt sein. Also nicht nur von Monstern, sondern auch von Menschen. Oder ist das gerade der Umgebungslärm von draußen, von meiner Straße? Das glaube ich nämlich nicht. Ah, hier, super. Warum hat sich die Musik verändert? Okay, wir lesen uns das erstmal durch. Willkommen im Gustav Dahl Park. Sie flog leise. Leise wie ein Flüstern in der Dunkelheit. Sie kam an einen Fluss und bewegte sich nach Süden. Das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Ich speichere jetzt erstmal. Hier. Und dann sage ich, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen Spaß alle Male. Tja, und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüssi.